Das Problem ist, viele Leute hassen Brüche, weil sie nicht mit Brüche rechnen können. Richtig, das Ding ist halt, mit Brüche rechnen ist oft viel einfacher, als mit Dezimalbrüchen zu rechnen. Das konntet ihr sehen, indem wir kürzen konnten, ne? Also machen wir jetzt vielleicht so ein Beispiel. Sowas wie 2 mal 3 mal 4 und dann habt ihr hier 8 mal, sagen wir mal 6, 2. Wenn ihr jetzt jeden Bruch auseinandernehmen würdet, also 2 Achtel, 3 Sechstel, 4 Halbe und das in einem Dezimalbruch umwandelt und das dann erst irgendwie ausrechnet, ja, okay, dann ist das vielleicht umständlich in einigen Situationen. Also in dem Beispiel wird das noch gehen, das ist jetzt nicht so schwierig, aber wenn ihr kompliziertere Zahlen habt, wenn ihr mehr Zahlen habt, ist es sinnvoller, wenn ihr einfach so als Brüche rechnet, denn ihr könnt ganz einfach 3 mit 6 kürzen, dann habt ihr hier 2. Ihr könnt 4 mit 2 kürzen, habt ihr hier 2 und Entschuldigung, habt ihr hier 1 und dann habt ihr hier 2 und ihr könnt 2 mit 8 kürzen, dann habt ihr 4 und ihr könnt 2 mit 4 kürzen, dann habt ihr hier 2. Und schon sieht das Ganze deutlich einfacher aus, denn dann habt ihr oben einfach nur eine 1 geteilt durch 2 mal 2 ist 4. 0,25. Okay? Anstatt dass, wenn ihr es in einem Dezimalbuch umwandelt, in einem Dezimalbuch und dann das so ausrechnet, so geht es einfacher. Eine weitere Sache noch, und zwar solche Zahlen, wenn ihr die in ein Dezimalbuch umwandelt, ein Drittel beispielsweise, in ein Dezimalbuch umzuwandeln wäre. Wer weiß es? Niemand. Dann erkläre ich das jetzt. Es ist 0, Periode 3. Wisst ihr, was Periode 3 heißt? Ja? Alles gut, ja? Für immer. Ihr habt unendlich viele 3. Die gehen von da nach da und immer und ewig, richtig. Lustig. Wirklich, Lukas. Naja. Aber wenn ihr solche Zahlen habt, dann bezweifle ich, dass ihr gerne damit rechnen würdet. Würdet ihr lieber mit 0, Periode 3 rechnen oder lieber so ein Drittel? Ein Drittel, oder? Ja, deshalb ist es oft sinnvoll, lieber mit Brüchen zu rechnen als mit Dezimalbrüchen. Ja, und am Ende, wenn ihr eure Rechnung fertig habt, dann könnt ihr von mir aus eure Brüche in die Dezimalbrüche umwandeln. Das ist gar kein Problem. Manche Lehrer erlauben es, wenn ihr einen Bruch als Ergebnis schreibt. Also ihr müsst nicht immer eine Dezimalzahl haben. Ihr könnt das Bruch als Ergebnis schreiben. Ein Drittel ist das Ergebnis. X ist gleich ein Drittel beispielsweise. Fertig. Müsst ihr nicht 0, Periode 3 aufschreiben.